Moin Moin miteinander und herzlich willkommen zu Wasteland 2 Director's Cut. Ja, wir sind hier immer noch in Highpool. Wir werden aber wahrscheinlich nicht mehr allzu lange hier bleiben. Es wird Zeit, dass wir uns ins Agrarcenter aufmachen, obwohl ich vermute, dass wir dort nur noch Trümmer finden werden oder Schlimmeres. Highpool haben wir soweit gerettet. Es gibt vielleicht noch ein paar Sachen, die wir hier machen müssen. Ich schaue einfach mal so. Funkverstärker. Ich muss mal gucken, ob wir das hier schon... Was ist das denn? Kann ich mir das highlighten? Okay. Schütz Highpool vor der Abrisskolonne. Ja, eigentlich müssen wir die Abrisskolonne nochmal in ihrem eigenen Lager aufsuchen und vernichten. Aber... Ich sag mal, Highpool ist im Moment sicher. Und die Abrisskolonne wird ja wahrscheinlich noch ein kleines bisschen sich erholen müssen. Von daher ist mein nächster Schritt das Agrarcenter. Metallbein. Ja. Also das nächster Schritt ist das Agrarcenter auf jeden Fall. Ich schau mal, was ich hier noch so machen kann. Eigentlich können wir mit allen Leuten aufsteigen, aber da ich ja mit meinem Hauptcharakter hier diese Eigenart habe, Dysnumerophobie, müssen alle immer auf ihn warten, bis er 2 Level aufsteigen kann, weil ich keine ungeraden Level mit ihm haben möchte. Und meine Vermutung ist, dass der nächste Level so bei 2500 oder 2600 auf uns wartet. Und deshalb müssen jetzt alle warten. Also bei 2500 werde ich wahrscheinlich aufsteigen. Wenn das nicht reicht, na gut, dann sind wir zumindest ganz knapp vor dem Level 6, vermute ich. Und das sollte dann schon reichen. So, außer dem ganzen Plunder sollten wir auch irgendwann mal verkaufen. Kleidung und so weiter und so fort. Ein paar Questgegenstände haben wir auch noch. Alles klar. So, bevor wir Highpool verlassen, möchte ich nochmal mit der Bürgermeisterin sprechen. Sie hat ja gesagt, wenn es was gibt, dann kommt ruhig zu mir. Und das mache ich einfach mal, um zu gucken, ob es noch was gibt. So, das Ding. Schön, euch wiederzusehen, Ranger. Willkommen in Aldas Trockenwaren. In den Laden könnten wir ja eigentlich auch reingehen und ein bisschen was verkaufen, ne? Aber, okay. Ist nicht so weiter schlimm. Wir sprechen erstmal mit ihr. Can't thank you enough for everything you've done. 5 erste Hilfe-Sets erhalten. Solve all those crises? Everybody would have voted in Bergen for mayor. And we'd all be under the thumb of the Red Scorpions by now. Schiff in einer Flasche erhalten. Not to mention under about 30 feet of water. 75 Scrap erhalten. Everyone's views on the Rangers is really turning around. I even got a few folks to gather some supplies to send you off with. Now, ja. What can I do for you? Also, wir haben eben Ausrüstung erhalten. Das hat sie auch quasi eben gerade noch erzählt. Und zwar, dass die Leute halt ihre Sicht über die Ranger so ein bisschen geändert haben und sogar ein paar Sachen zusammengesammelt haben für uns. So. Alles klar. Wasser. Wie sieht das bei dir mit dem Wasser aus? Thanks to you, we've got plenty. Enough to keep our irrigation system running, keep the topsoil healthy and lots of surplus to sell. We're in good shape. Okay, alles wunderbar. Sie haben genügend, um selbst anzubauen, genügend Wasser für sich und sogar Wasser im Überfluss, um es zu verkaufen. Hört sich ja gut an. Hat der Mutterboden überlebt? Ja, hat sie ja gerade gesagt, aber wir fragen es trotzdem. You saved it, Rangers. Ihr habt es gerettet, Ranger. Okay, also alles wunderbar mit dem Mutterboden. Was hältst du von den roten Skorpionen? Those hooligans will have no place in this town from now on. They did nothing to help. Our gate will be closed to them. Okay, die Tore werden für sie verschlossen sein. Was sie ja wahrscheinlich noch nicht weiß, ist, die Red Scorpions hätten wohl geholfen, wären sie nicht alle vernichtet und zerfetzt und zerstückelt und zerrissen worden, ne, unten in der Höhle. Da haben wir ja die Überreste der Red Scorpions gefunden. Also die waren nicht weit von der Stadt entfernt, ne? Okay. Du bist also jetzt Bürgermeister. Strange as it seems, I am. And all thanks to you. Ja. Und vergiss nicht, dass ich dir geholfen habe. So, was ist mit Bergen? Bergen's good at his job.
he doesn't have what it takes to make a good mayor. Okay, das haben wir schon gehört, ne? Er ist gut in dem, was er macht, aber er ist kein guter Bürgermeister. So. Ach, Kate, Kate. Okay, okay, Kate, man sieht sich. So long, Rangers. Come back again anytime. Come back again. Good to see you again, Rangers. Ja. So, vielleicht noch ein bisschen was verkaufen. So, hier haben wir... Das ist eine Energiewaffe. Wir haben niemanden, der Energiewaffen nutzen kann. Wir haben hier eine Lederjacke, die wir kaufen könnten. Sollen wir das tun? Ich meine, immerhin gibt sie zwei Rüstung. Wäre vielleicht gar nicht schon ein kurzer Lauf. Minus 4 maximal Reichweite, minus 2 optimal Reichweite, plus 4 Trefferwahrscheinlichkeit. Minus 1 AP zum Angreifen. Das Griffband ist eigentlich gar nicht schlecht. Also ich muss mir überlegen, ob ich mir das kaufe. So, Munition, Munition, Munition. Eigentlich nichts, was wir so aktuell brauchen. Lederjacke. Was können wir denn alles verkaufen? Vielleicht verkaufen wir erstmal die ganzen Kleidungssachen. So, was haben wir hier? Fledermaus-Scheiße. Wird nicht als Schrott angezeigt. Also, vielleicht können wir damit irgendwas machen. Ich wüsste allerdings nicht, was im Moment. Schiff in einer Flasche. Plus eine Instandsetzung. Oh. Das ist gut für unsere Mechanikerin. Für Kara. Das ist was für Kara. Okay. So, was haben wir hier? Hier haben wir nichts weiter. Hier haben wir auch nichts weiter. Tabak ist auch Schrott. Damit. So. Unfallstoße. Weg damit. Zerbrochene Sonnenbrille. Was will man damit? Kartendeck. Schrott. So, was ist das? Steckbrief. Ein Steckbrief. Darauf steht 1000 Schrottbelohnung für die Festnahme von Angry Red Clown. Tot oder lebendig. Das ist interessant. Angry Red Clown. Vielleicht finden wir den. Okay, den Steckbrief behalten wir. Auf Wiedersehen. Wir sind nicht ganz heil, also auf zum Doktor. Hey, Doc. How you doing? So, zusammenflicken. Ja. Plopp. Alles klar. Auf Wiedersehen, Doc. Und... Ja, nix wie weg. Nix wie weg. So, jetzt müssen wir uns mal um den Turm kümmern. Weil, wie ich hier schon gesehen habe vorhin, wir haben immer noch zwei Funkverstärkereinheiten. Und eine müssen wir jetzt davon anbringen. Und die andere müssen wir ja zum Agrarcenter bringen. Bin mal gespannt, wie es uns da dann ergehen wird. So, untersuchen. Eigentlich müssen wir das ja jetzt hier oben irgendwo anbringen, ne? Ja, vielleicht klappt es ja auch hier. Untersuchen. Das Funksystem scheint völlig intakt. Alles klar. So. Du hast den Rucksack. Weißt du was? Wir haben ja gerade was bekommen. Und zwar... Hier. Schiff in einer Flasche. Das bringt plus eine Instandsetzung. Das ist ja deine Fertigkeit. Richtig. Das benutzt du mal. Zack. Und hast jetzt 4 Instandsetzungen.
Wunderbar. Und wer kriegt jetzt den Rucksack? Jetzt habe ich schon zwei Rucksäcke. Theoretisch könnte er eintragen. Er ist verdammt schnell. Es würde ihm also nicht viel ausmachen. Dadurch würde er aber ein Charisma verlieren. Das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Wer ist gut für den Rucksack? Wer ist gut für den Rucksack? Weißt du was? Maddox wird den Rucksack kriegen. Er ist auch so verdammt schnell. Muss er auch sein. Als Arzt. Er ist nicht allzu stark, richtig? Stärke 3. Naja, okay. Sie ist ziemlich stark. Sie hat aber den Tierflüsterer. Ah, ich muss mir echt... Ich überlege mir was für die Rucksäcke. Der kommt auf jeden Fall zu Maddox. So, zack. So, fast 1000 Scrap. Ah, ich hätte mir die Lederrüstung kaufen sollen. Na gut. Funkverstärker-Einheit. Gib die mal zu ihr. So, als Hotkey. So, zack. Erfolg! Das gab ja... Ja, kommt gerade rein. Laut und deutlich. Ja klar. Positiv, Ranger Kommando. Hören laut und deutlich. Roger, Echo One. We just received the high pull relay signal. Looks like everything's hooked up correctly. We should be... The gift I want to pass on to you. The weak. Was ist das denn? The persecuted and enslaved. Come to the new Citadel. Join our Brotherhood. And you too will wear the armor of the evolved. You too will be immortal, invulnerable, untouched by disease or age for all time. You will be a perfect being, ready to lead the world into a golden future of light, beauty, and... Was ist das denn bitte für eine Mitteilung? Das Geschenk, das ich euch weiterreiche. Den Schwachen, den Unterdrückten, die Verfolgten und Versklavten. Kommt zur neuen Zitadelle, tretet unserer Bruderschaft bei und ihr werdet den Schutz des Erleuchteten erlangen. Ihr werdet unsterblich, unverwundbar, unerreichbar für Krankheit und das Altern. Ihr werdet vollkommen bereit, die Welt in eine bessere Zukunft des Lichts, der Schönheit und... God's mercy is in the bullets of our guns, brothers and sisters. It is in the tips of our bayonets. It is in the death of every sinner who is too blind to turn to the light. Every time we end a life in this godforsaken world, we end misery and bring peace. So I say unto you, friends, praise the Lord. Was bitte sind das für ich weiß nicht, Prediger, die da... Was kommt denn da gerade über den Äther? Meine Fresse. Gottes Gnade ist in den Kugeln unserer Gewehre, ihr Brüder und Schwestern. Sie ist in den Spitzen unserer Bajonette. Sie ist im Tod jeden Sünders, der zu blind ist, das Licht zu sehen. Jedes Mal, wenn wir ein Leben in dieser gottverlassenen Welt beenden, beenden wir Leid und bringen Frieden. So sage ich euch, Freunde, preiset den Herrn und... Damn it, Woodson! I did not want that to go out over the air! Verdammt nochmal, Woodson! Das sollte nicht über den Funk gehen! Sorry about that, Echo One. Good job. You're halfway there. Please proceed to Ag Center ASAP. We're still getting SOS calls from that location. Again, deal with the emergency first. The radio tower second. Copy? Okay, also wir sollen sofort zum
Agrarcenter. Das machen wir auch. Roger, Alter Schwede, was wir da empfangen haben. So, wir haben viele EP bekommen. Ich will mal ganz kurz gucken. 2456. Na, das reicht mir noch nicht ganz. Okay. So, Logbuch ist aktualisiert. Was haben wir da? Bringt die Funkverstärker an zwei Funktürmen an. Okay. Ein Funkturm haben wir jetzt. So, untersuchen. Endlich zugänglich gemacht, führt der Abwasserkanal bis zum Unterlauf von Highpool. Unterhalb der Stadtmauer. Ein wenig dreckig, aber deutlich schneller. Na dann, Tatsache, wir sind am Ausgang. Ich möchte nochmal kurz hier nach oben. Nein, das ist der Ausgang halt. Ich möchte hier nach unten. Ich möchte einmal kurz gucken, ob wir im Laden hier vorne, genau hier, ob wir da, hier haben wir Wasser. Phew, glad to be out of there. What a hole. Was für ein Loch. Also, Vulture's Cry ist froh, dass sie hier raus ist. So, nochmal ganz kurz in den Laden handeln. Okay, hier haben wir Gewehre. Ich hätte gedacht, hier hätten wir vielleicht auch noch eine Rüstung oder irgendwas, aber... TNT. Bin am Überlegen, ob ich es kaufe. Aber 45 Scrap... Ich lasse es erstmal. Auf Wiedersehen. So, wir machen uns jetzt schnurstracks auf den Weg ins Agrarcenter. Ja, ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir hier doch noch so viel zu bereden und zu begucken haben. So, einmal kurz zwischengespeichert. So. Bekommen haben wir nichts, ne? Nö, ich glaube nicht. So. Ah, doch, wir haben Sachen bekommen. Na, egal. Ödland betreten. Und ohne weitere Verzögerung ab ins Agrarcenter. Hier spricht Kate Preston. This is Kate Preston, your new mayor. I just wanted to say that thanks to the Desert Rangers, it looks like the reservoir will be up and running again sooner rather than later. Highpool has had its differences with Ranger Citadel in the past, but their actions today not only saved us, but very possibly the lives of many others in the wastes who rely on our water. For that reason, I would like to state clearly that from here on, Highpool will always rely on the protection of the Desert Rangers and will not consider offers of protection from other parties. Thank you. Okay, das war nochmal eine Mitteilung von Kate Preston, quasi, ja, eigentlich nicht direkt an uns, sondern ans gesamte Ödland, also an die gesamte Gegend hier, dass Highpool von den Desert Rangers geschützt wurde, jetzt genügend Wasser hat, um andere auch zu versorgen und dass sie nun noch von den Desert Rangers geschützt werden und von keinem anderen. So viel dazu. Wir hätten unser Wasser auffüllen sollen. Das haben wir nicht getan. Das war nicht so gut. Eigentlich müsste ich jetzt nochmal zurück. Wir haben hier noch eine Oase. Ich weiß nicht, ob es gut ist, jetzt loszulaufen, aber okay. Vulture's Cry soll die Führung übernehmen. Sie hat ja den höchsten Wert in, als Naturbursche quasi, ne? Also, 6 Wasser, 7 Wasser, 15 Wasser. Das müsste ja eigentlich reichen, um nach Highpool ins Agrarcenter zu kommen. Was geht? Dann brauchen wir hier 23 Wasser. Müsste auch noch knapp reichen. Das müsste knapp reichen. Also. Ja. Los geht's.
Du siehst, wie sich jemand, der aussieht wie ein reisender Händler, auf deine Position zu bewegt. Reisender Händler. Und versuchen. Ich hoffe, das ist jetzt auch ein reisender Händler und nicht irgendwas Fieses. So, wir können jederzeit rausgehen hier. Das ist gut. Tatsache. Ödländerin. Vulture's Cry, du gehst vor, ne? Ödländerin? Das ist eine Wache wahrscheinlich, ne? 41 bis 48 Schaden, 6 Rüstung, 165 Hitpoints. Mit denen wollen wir uns nicht anlegen. Auf keinen Fall. So, Herr Händler. Was hast du denn zum Handeln? Ich habe ein bisschen von allem. Kauf, bevor es zu spät ist. Okay, Medizin. Alle möglichen medizinischen Geschichten brauchen wir nicht. Okay. Benötigen wir nicht. Auf Wiedersehen. Schade, eigentlich haben wir ja genügend Scrap, oder was heißt genügend? Wir haben einiges an Scrap zusammengesammelt. Wäre das jetzt ein Waffenhändler gewesen, hätte ich mich, glaube ich, mehr gefreut. Wenn er vernünftige Waffen dann gehabt hätte für uns. Vernünftig in Form von besser als das, was wir jetzt haben. Du siehst, wie sich gefährliche Plünderer auf deine Position zu bewegen. Lauf. Lauf 100%. Okay, ich könnte kämpfen, möchte ich aber nicht. Möchte ich nicht, weil wir unbedingt ins Agrarcenter sollen. ASAP. Halt. Oase ist natürlich eine Ausnahme. Komm. Und schnell ins Agrarcenter. Agrarzentrum. Naja, okay. Los geht's. Ja, möchte ich betreten. So, Spiel gespeichert. Okay, Kakteen. Also wir sehen nichts Fieses im Moment. Geh du mal bitte vor. Okay, das ist schlecht. Okay, das ist schlimm. Das ist verdammt schlimm. Wie zum Teufel ist das passiert? Was meint sie? Angela, was meinst du? Angela, was meinst du damit? Was ist schlecht? Was ist passiert? Ich sehe, dass hier irgendwelche Gerätschaften ziemlich zerstört sind, aber ich weiß nicht genau, was das jetzt sein soll. Irgendwelche Kräne oder so, ne? Kann das sein? Ich meine, sieht aus wie ein Katapult, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die hier diese Art von Katapulten hatten. Also, vielleicht ein Kran. Eine Art von Kram. Was ist das hier? Ein Brunnen ohne Wasser ist nur noch ein Loch im Boden. Es riecht nach Chemikalien. Ja, ich sehe auch Chemikalien hier. Wir gehen vorsichtig weiter. Vulture's Cry übernimmt die Führung. Hier können wir nicht lang gehen.
Hier haben wir etwas. Und hier haben wir auch etwas. Dieser Zug wurde durch das explosionsartige Wachstum der Vegetation entgleist. Er liegt wie ein gestrandeter Wal auf der Seite. Okay, das hier ist wahrscheinlich zum Ausbuddeln, ne? Hier scheint etwas vergraben zu sein. Okay, Vulture's Cry, ich habe die Schaufel, ich werde es ausschaufeln. Okay, bisschen Munition. Alles austeilen. Vulture's Cry übernimmt die Führung. Kathy Lawson. Vulture's Cry, sei verdammt vorsichtig. Sei verdammt vorsichtig. Nicht zu nah ran. Hier ist ein Truck. Dieser LKW sieht aus, als könnte er durch eine Sandgrube hindurch einfach weiterfahren. Das Einzige, was ihn stoppen konnte, war die Zeit. Es sieht so aus, als wenn der Lagertank mit Metallplatten aus einem Schlachtschiff verstärkt wurde. Das Ding sieht so ein bisschen aus wie die Trucks aus Mad Max. Hier haben wir noch irgendetwas. Und hier haben wir etwas. Verdammt, ich lasse Katie warten. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So, Munition, Eigentum der US-Regierung. Medizinisches Symbol. Maddock, hol's dir. So, Munition. Teile alles aus. Wahlschaft, geh voran. Hier haben wir Katie Lawson. Für eine Sekunde denkt ihr, eine überwucherte Hecke vor euch zu haben. Aber dann blickt ihr durch die Blätter und die sich windenden Ranken und das Schimmern von Metall war und erkennt, dass dies einst ein Maschendrahtzaun gewesen sein muss. Jetzt ist er verschluckt. Okay. Maschendrahtzaun. Maschendrahtzaun. What? Infizierte Superfly. Infizierte Riesenmade. Infizierte Riesenmade. Schön vorsichtig. Vulture's Cry, geh vor, aber vorsichtig. Am besten alleine. Andererseits, du kannst ja gar nicht schnell laufen, ne? Fuck you, Rangers. Fickt euch, Rangers. Was hat Vulture's Cry gesagt? Fasst sie nicht an, ne? Fuck you, Rangers. Wir sollen sie nicht anfassen. Okay. Sie ist nicht sauer, auch wenn wir jetzt da sind. Sie ist sauer. Was ist denn das hier? Wieso blinkt das eben?
Keine Ahnung. Also, sie ist verdammt sauer auf uns. Walter, lass mich mit ihr reden. Sie nutzt diese eingeschränkte Bewegungsfreiheit, um euch den Stinkefinger zu zeigen. Kathy, wir haben wirklich... Wir haben so schnell gemacht, wie wir nur konnten. So, liebe Freunde, wir haben Kathy erreicht. Wir haben das Agrarcenter erreicht. Ich würde mal sagen, das reicht für diese Folge. Wir werden in der nächsten Folge mit Kathy sprechen. Mal gucken, was sie uns tatsächlich zu sagen hat. Ich vermute mal, sie wird uns nichts Nettes sagen. Aber was es denn tatsächlich sein wird, werden wir erfahren. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken und bis bald.